Habt ihr mich vermisst? Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir werden uns heute in unserem sexy Kostüm... Obwohl, nee, ich glaube, ich lege das sexy Kostüm für diese Sache mal ab. Um ein bisschen ernsthafter zu wirken im Schulmädchenkostüm. Wir werden uns heute mal dieses verlassene Krankenhaus ein wenig näher ansehen, denn das hat meine Aufmerksamkeit erweckt. Und ich habe so das Gefühl, da könnte was Interessantes auf uns warten. Sie haben sich in ihre Angst verstrickt, kleine Fliege. Sehen Sie die schwarze Witwe? Black Widow! Black Widow! Spiders! Spiders and flies! Spiders and flies! Die schwarze Witwe wartet auf mich. Fliehe nicht, Fliege, denn ich werde zurückkehren. Das kann man sagen? Okay. Ich werde später mehr dazu sagen. Aber normalerweise rennt er raus und flieht zu sich nach Hause. Ich wusste gar nicht, dass man ihn hier behalten kann. Interessant. Ja, dieses Krankenhaus ist offensichtlich schon lange nicht mehr in Benutzung. Was haben wir denn da schön? Was? Ziemlich verarschen Spiel, da hat doch gerade was geblinkt. Und das war bestimmt nicht dieser Nachttopf. Ihr habt das auch gesehen, oder? Ich muss nochmal kurz neu laden. Mich würde interessieren, ob da jetzt was weggeglitscht ist. Und ich schnippe mal wieder virtuell mit dem Finger. Schnipp. Ah. Es war anscheinend ein Morphiumfläschchen, Fragezeichen. Weil irgendwie kam jetzt auch nicht dieses du hast es aufgenommen Geräusch mit Einblendung, was es war. Es war auf jeden Fall ein Pillenfläschchen. Haben wir das auch geklärt? Das ist die Frage, wovor er weggerannt ist. Und Spooky. Ich mag die gruseligen Plätze in dem Spiel. Die versprühen alle nur so Atmosphäre. Aber anscheinend habe ich gerade irgendwas übersehen. Ah. Solid Snake wäre stolz auf uns. Obwohl mich eine Sache gerade sehr wundert. Ich bin mir nicht sicher, ob das damals schon war. Wahrscheinlich. Ich habe schon viel vergessen, muss ich zugeben. So Kleinigkeiten. Aber man hört hier gerade im Hintergrund. Neben der bedrohlichen Ambience-Musik, die so geschäftige Geräusche, die man aus dem Krankenhaus hören würde, das in Betrieb ist. Ich frage mich, warum die hier sind. Oder ob das Geistergeräusche sind. Weil dieses Krankenhaus ist eindeutig nicht mehr in Betrieb. Da wurde sie von unsichtbaren Kräften weggezogen. Was haben die überhaupt alle hier gemacht? Wir werden es bald herausfinden, wenn ich nicht hier festglitsche.
Jedenfalls stehen hier Kameras. Sie wollten hier wohl irgendwas drehen. Was ist denn da? Noch ein Pillenfläschchen, die aber irgendwie rumbacken. Ja, aber ich habe sie aufgesammelt. Ich glaube, die wurden neu positioniert oder so. Stirb, Kamera. Kann man hier hoch? Ja, hier ist aber leider nichts. Ja, ein cooler Ort für ein Secret, wenn es in dem Spiel so vermehrt Secrets geben würde. So langsam wird es ziemlich blutig und rot hier unten. Die Musik in dem Spiel manchmal. Warum blinkt hier ständig irgendwas und verschwindet dann wie magisch im Inventar? Da war noch ein Morphium-Fläschchen. So, hier kann man glaube ich runter, ne? Oder? Irgendwo konnte man noch durch den Boden krabbeln. Dunkel hier. Ne, die Knarre wollte ich jetzt nicht rausholen. Ich wollte nur dafür sorgen, dass wir was sehen. Das ist so ein Klischee, aber ich liebe es. Dass jemand gegen eine Scheibe klopft und dann Matsch. Und das. Und gerade die Animationen in dem Spiel sind ja so janky, teilweise so unelegant. Das war schon cool gemacht dafür. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Ich hab dich vermisst, Fischer. Muss die schwarze Witwe die ganze Fliege verschlingen? Child of Malkav, you should understand better than any other the debilities of some of these bloodlines. A spider? No, they drink only blood. My own condition is more like the mantis. I must also eat the flesh of these kind to survive. Schwarze Witwen weben seltsam verschlungene Netze im Dunkeln. Wie soll ich dich ansprechen, Witwe? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Warum hast du denn jetzt gerade hier gespannt, Witwe? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much.
Wird die Witwe diese Fliege verschlingen? Eventually. Die Fliege hat die Spinne gesehen. Sie wird nicht freiwillig ins Netz gehen. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Wie Honig werde ich diese Fliege für dich fangen. Ah, Pisha. Pisha ist ein ziemlich besonderes Kainskind in dem Spiel hier. Weil sie zu einer Vampirgattung gehört, die nicht von Blut leben, sondern von Fleisch. Also die müssen nicht, wie wir hier, Liter Blut trinken, sondern Tonnen von Fleisch verzehren im Ganzen. Dieser Clan oder diese Rasse nennt sich, ich weiß es nicht ganz, Nagaja, Naragaya, irgendwie so. Ich werde es mal einblenden in diesem Moment. Und diese Art von Vampiren, ja, die können halt nicht vom Blut allein leben, die müssen wirklich Fleisch verzehren im Ganzen. Und das ist schon, wenn man drüber nachdenkt, an sich durch unsere, die Medien, die wir konsumieren und so, dieses Konzept eines Vampirs, das, der Blut trinkt, das ist man schon gewohnt. Obwohl es eigentlich auch ziemlich krass ist, wenn man drüber nachdenkt, wenn es im echten Leben so wäre. Wenn man daran denkt, so komplettes Fleisch verzehren zu müssen, so ganze Menschen am Stück zu futtern, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und man kann sich denken, dass das Leben als solcher, als ein Vampir dieser Kategorie sehr viel schwieriger ist. Und das Ding ist, wenn ich jetzt einen Charakter spielen würde, der total nett wäre, so wie ich es beim ersten LP gemacht habe, würde ich sagen, ich rette ihn. Aber wenn man ihn rettet, macht man auch irgendwo einen Fehler, weil er ja im Grunde untote Vampire mit eigenen Augen gesehen hat und das würde die Maskerade gefährden. Das heißt, ein Argument, was dafür spricht, ihn zu verfüttern zu lassen oder ihn zu töten, ist, die Maskerade zu schützen. In diesem Playthrough haben wir noch andere Argumente. Nämlich unter anderem, dass wir... Hey, jetzt ist er doch noch abgehauen. Okay, dann habe ich das falsche in Erinnerung. Nee, aber warum wir ihn noch töten lassen wollen oder töten wollen? Weil wir einfach eine fiese Bitch sind. Und, bevor wir ihm einen Besuch abstatten, können wir uns ja schick anziehen. Yeehaw! Und dann werden wir für Pisha mal ihn holen. Denn es hat sehr viele Vorteile für Pisha zu arbeiten. That ass, though. Und deswegen sollte man die Quests von ihr auch unbedingt machen. Also ich habe damals nur den ersten gemacht, den hier mit dem Typen, den wir jetzt holen werden. Aber es gibt auch noch Folgequests und wenn man die macht, kriegt man richtig gutes Zeug als Belohnung. Also es gehört zu den besten Belohnungen des Spiels, was man von ihr so kriegt. Und außerdem, jeder Dialog mit Pisha ist ein awesome Dialog, weil sie hat einfach mal eine richtig gute Sprecherin, die man auch kennt aus anderen Medien, wenn man so englische Medien konsumiert. Die Sprecherin ist relativ bekannt. Und Pisha ist einfach awesome. So, woher wissen wir jetzt, wo der Typ sitzt? Pisha, die fleischfressende Frau im Keller des verlorenen Krankenhauses, will, dass sie den Fernsehreporter in ihr Versteck schicken. So kann sie ihn töten, denn er hat zu viel gesehen. Okay, wir haben etwas vergessen. Verdammt. Denn eigentlich können wir gar nicht wissen, wo er ist jetzt. Und als ich gerade aus dem Schacht gekrabbelt bin, habe ich es auch nicht gesehen, aber da müsste irgendwo eine Visitenkarte von ihm rumliegen. Und damit ich jetzt hier nicht einen auf, ich habe ein Lösungsbuch liegen mache, holen wir die noch eben. Kann auch sein, dass es da einen Erfahrungspunkt gibt oder so. Die wollen wir schon mitnehmen. Mich wundert aber, dass ich die nicht gesehen habe mit meiner Einsicht. Warum blinkst du nicht, Kärtchen? Kein Wunder, dass ich dich übersehen habe. Visitenkarte. Eine Visitenkarte der Geistershow Haunted LA. Die Karte trägt den Namen Simon Milligan. Die Adresse lautet Skyline Apartments, Apartment Nummer 1, Downtown Los Angeles. Und so fort und so weiter. Dadurch wissen wir jetzt, dass der gute Mann, den wir in den Tod schicken wollen, in den Skylines Apartments wohnt. Und den holen wir mal hier.
Ich habe mich vor kurzem wieder mit dem Zuschauer Hans-Joachim so ein bisschen über das Spiel unterhalten. Und da haben wir auch so ein bisschen, also wir haben über Text kommuniziert und haben uns auch so ein bisschen über das Outfit der Malkavianerin hier unterhalten. Wo ich gerade feststelle, was ich wiederum cool finde, dass das hinten so aussieht, als würde das Blut runterlaufen bei den Hosen. Okay, das ist cool. Ja, warum sie sich so, sag mal so, sexuell freizügig gibt, ne? So auf der Straße hier so kaum was an. Und da haben wir so überlegt, warum das so sein könnte. Und er meinte, natürlich könnte man das auch als Fanservice abstempeln. Aber man kann es halt auch so sehen, von wegen, dass die Malkavianerin sagt, hier, ey, ihr könnt mich mal alle. Ich wehre mich gegen die Norm und gegen soziale Gepflogenheiten. Und ich ziehe an, was ich will, ob das für euch passt oder nicht. Und ich finde, das ist eine ganz gute Erklärung. Und hier sind die Skyland Apartments. Und wir können den Fahrstuhl benutzen und nach oben fahren. Aber ich habe so das Gefühl, seine Tür wird nicht offen sein. Aber wir können es ja mal probieren. Wenn das nicht klappen sollte, gibt es ja noch andere Wege. Ja, seine Tür ist nicht offen, aber vielleicht können wir die aufknacken. Stufe 4, boah, da können wir uns reinknacken. Das ist ja gar kein Ding für uns. Sobald ich die richtige Vampirkraft finde. Simon! Das ist doch ein schönes Apartment, oder? Viel besser als unsere Bruchbude. Hier könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen. Simon! Ne, den Mülleimer auf der Toilette möchte ich nicht auskippen. Simon! Also wären wir jetzt nicht hier durch die Vordertür gekommen, hätten wir auch einen Weg aus dem Keller in die Lüftungsschächte finden können. Das wäre dann die alternative Route gewesen. Simon, ich weiß, dass du hier wohnst. Ob ich mich in deinen Computer hacken kann? Wahrscheinlich nicht. Schwierigkeitsstufe 5, oh nee. Kommende Shows, kann ich das wenigstens lesen? Tatsächlich, ist nicht passwortgesichert. Show Nummer 17, Krankenhaushorror. Ein verfallenes Krankenhaus in Downtown stellt die gruselige Kulisse dar. Wenig Arbeit erforderlich, der Ort ist schon so beängstigend. Wir sagen, es wäre der Geist einer Schwester, die denkt noch... Hello, we said you. Cranberry Sauce. Hotel Foxtrot. Wir sagen, es wäre der Geist einer Schwester, die denkt noch Patienten helfen zu müssen. Ah, das war wohl die Show, die sie da drehen wollten. Show 18. Ewige Unruhe. In Hollywood liegt ein Friedhof. Er ist voller Schauspieler mit mehr als ein paar ruinierten Karrieren. Auch hier müssen wir nicht sonderlich viel arrangieren. Fotografie. Ein verwackeltes Foto sieht aus wie ein Nosferatu. Simon. Bleibt denn nur noch ein Ort übrig? Das ist echt schöne Wohnung, die du hast. Schade, dass du sie nicht mehr lange bewohnen wirst. Könnt ihr mir sagen, von wegen hier, der da ist ein fleischfressendes Monster und renn mal weg. Wollen wir aber nicht. Wir wollen Pisha gefallen diesmal. Hab
die ihn damals gerettet und dadurch die Questreihe nicht weitermachen können? Irgendwas war da. Auf jeden Fall habe ich nicht die coolen Quests bekommen damals, glaube ich. Ihre Freunde sind im Unterleib des Fleischhospitals, Fliege. Ein übler Scherz auf ihre Kosten. Really? A joke? A joke, right? Oh, real funny. Oh, you got me good. I'm going to hurt some people very badly. Nehmen Sie ihn auf mich die Beichte ab. Sie haben sich für Fischer um den Reporter gekümmert. Erstmal Menschlichkeit verloren, aber Maskeradenbonus erhalten. Läuft. Pisha, ich hab dir etwas zu essen besorgt. Geht doch nichts um den Turbo-Fahrstuhl, der ihn in einer Sekunde aus dem ersten Stock befördert. Was? Baby Sale? Das sieht irgendwie so creepy aus. War damals, glaube ich, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt und Let's Played habe, auch das erste, was ich hier so gemacht habe in Downtown. Deswegen wollte ich es diesmal aus Traditionsgründen einfach mal wieder machen, direkt. Weil Pisha einfach awesome ist. Ich glaube, ich habe damals ihn wirklich gerettet. Und dann sagt Pisha so, ach ja, ist leider schade, dass du dich so ungefähr für das Falsche entschieden hast. Wir müssen uns wohl voneinander verabschieden oder so. Also sie bringt einen ja nicht um oder wird aggressiv, aber die weiterführende Quest-Reihe bei ihr verschließt sich. Und ich habe erst später beim Privatspielen rausgefunden, dass es nach diesem Quest eigentlich noch weitergeht, wenn man denjenigen tötet, beziehungsweise zu ihr schickt, damit sie ihn frisst. Das ist einfach awesome. Und bringt awesome Belohnungen später noch, die wir auf jeden Fall haben wollen. Und ich nehme gerne jeden Funkendialog mit Pisha auf. Hey, hat er gut geschmeckt? The Kind's fate was sealed the moment he entered. Do not waste time debating the morality. If a man walks into a tiger's domain, it may result in his being devoured. So it has. Verstanden. Erzähl mir mehr von den zu erwartenden Gewinnen. Yes, I am searching for two items I have tracked to this area. One I believe may be in one of the local museums. I have not yet searched them all. The other I believe to be in the Giovanni's possession. Though I have not confirmed it. For these items, I will exchange items of similar worth. Die leuchtenden Augen von ihr sind so krass. Haben sie richtig gut umgesetzt. In diesen Handel schlage ich ein. Erzähl mir vom Museumspreis. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Und der andere Gewinn? It is used to communicate with certain entities otherworldly. It is a tome called the Voce del Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, for they will make sure you never have another. Ich möchte noch etwas von der Witwe erfahren. Yes. Will die Witwe den Tod selbst in ihrem Netz fangen? Death is the ultimate dilemma, and integral to the beliefs and behavior of every culture. Life is bore on the corpses of the dead. Without death, there would be no motivation to accomplish anything. The only emotion would be existing. Life would be pestilent and agonizing. Nicht uninteressant, wenn man bedenkt, dass der normale Tod den Vampiren hier in dieser Welt ja verwehrt bleibt, weil wenn sie nicht gekillt werden, leben sie halt für immer, ne? Und da ist so eine Aussage wie, ohne Tod gäbe es nur das Gefühl des Daseins und das wäre die reinste Qual. Es ist interessant, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe bitte noch etwas anderes von der Witwe. Yes. Ah ja, das haben die in dem Plus-Patch hier gemacht. Wir haben ja den Arm von Gimbal, ne? Diesen leichten Arm. Den kann man ihr verkaufen oder geben. Und ich weiß nicht, ob sie mir einfach nur Geld dafür gibt. Ich glaube schon.
Dann könnte ich sagen, ein Ärmchen statt Hühnchen habe ich für dich. Und ich könnte jetzt sagen, wie abstoßend ich sie finde, aber das ist ein bisschen albern, nachdem ich ihr geholfen habe, hier jemanden zu fressen. Und daher war es das erstmal. Und sie erzählt uns, glaube ich, noch was später, wenn wir ihr die Gegenstände bringen, die sie haben möchte. Ich glaube, da erzählt sie ein bisschen mehr von ihrem Clan noch oder so. Das freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich wollte nicht an deinem Netz reißen. Ich bin fort. Und dadurch haben wir jetzt einen neuen Quest bekommen. Okkultige Sache. Pisha will, dass sie zwei okkulte Gegenstände finden und bringen. Und ihr bringen. Einer ist der Götze aus dem Museum, der andere ein Buch im Anwesen der Giovanni. Das Ding ist, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir diese Sachen finden. Aber wenn wir sie haben, werden wir zu Pisha zurückkehren. Und damit sind wir erstmal in diesem Krankenhaus fertig. Aber wie gesagt, damals war ich so der nette Typ von nebenan und habe halt ihn fliehen lassen. Und dadurch war die Questreihe, also das, was den Quest, den wir gerade bekommen haben, den habe ich damals nicht bekommen. Der ist mir im ersten LP entgangen. Ich überlege, was wir jetzt noch machen, um die Folge noch ein bisschen abzurunden. Wir haben schon wieder ordentlich Erfahrungspunkte, ne? 17. Ich könnte erstmal mein Blut auffüllen, indem ich jemand Leckeres aussauge. Das ist immer eine gute Idee. Wenn die Leute sich hier nicht gerade gegenseitig umbringen. Ja, erst jemanden umbringen und dann ängstlich wegrennen. Läuft bei dir. Der hat ein Messer fallen lassen, der Typ. Ah, ich weiß, was wir jetzt machen. Wenn wir schon mal in der Gegend hier sind, sind wir gerade an was vorbeigelaufen, glaube ich. Denn wir erinnern uns noch, am Anfang in Santa Monica haben wir ja so einen Brief bekommen. Dunkles Blut, unser Fluch. Etwas Licht, dies Gedicht. Große Macht, trotz deiner Jugend spüre ich. Wo die mystische Sonne brennt, finde mich. Mr. Strauss, der Regent der Tremere. Ne, Maximilian Strauss heißt er, glaube ich, nicht Mister. Und wo die mystische Sonne brennt, finde mich. Und das ist hiermit gemeint. Denn das ist das Oberhaupt der Tremere hier, der Tremere-Vampire in Los Angeles, und er hat uns zu sich eingeladen. Was wären wir, wenn wir diese Einladung ausschlagen würden? Denn als maikavianisches Genie können wir ihm einige interessante Sachen aus den Rippen ziehen. Warum ist da oben der Untertitel von einem Fernseher? Komisch. So, das ist hier ein kleines Labyrinth, aber hier können wir, glaube ich, auch noch was finden. Traumatologische Kreaturen. E. Benkins, Regent, Chicago. Gargoyles. Während des mittelalterlichen Konfliktes mit den Tzimisi drangen die Tremere tief in die Geheimnisse der Blutmagie vor und erschufen zum Schutz eine Rasse namens Gargoyles als Kundschafter, Krieger und Wachen. Sie sind Monster, Vampire durch das Blut ihrer Schöpfer, nichts weiter als Überreste anderer Clans und Diener ihrer Herren. Leider sehen einige dies als Sklaverei an und fliehen auf der Suche nach einem närrischen Utopia. Die meisten Gargoyles leben allein und ziehen die Einsamkeit selbst der Gesellschaft ihresgleichen vor. Homunkuli. Für geistlose und niedrige Aufgaben erschaffen viele Tremere etwas, das sie Homunculus nennen. Diese Wesen ohne Verstand können viele Formen annehmen und sind streng loyal. Aber durch ihr Aussehen gefährden sie die Maskerade. Interessant. Ja, jetzt müssen wir nur noch hier durch dieses Labyrinth kommen. Oh, okay, das war einfacher als gedacht.
Weil wenn man da die falsche Abzweigung nimmt, dann kommt man leicht in so eine Wiederholung, dass man der Gang sich immer weiter wiederholt und man nie ans Ziel kommt. Aber wir sind einfach zu klug dafür. Hello, Maximilian. Greetings, Neonate. Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Blutmagie und Betrug und der wahre König auf seinem Thron. Ah, a child of Malkav, no less. Do dark visions cloud your sight, young one? Shattered reflections of your clan father's mind. Zerbrochen ist das Glas, doch seltsam klar. There is truth in your words, Neonate. More than you yet realize. Your madness allows you to glimpse the truth of this existence, to see through the shadowy veil into the world beyond. Auf ihrem Haupt eine Eisenkrone, und der Narr tanzt vor ihnen. Be cautious when speaking of these visions. Truth is rarely welcomed by those who cannot see it. There are many kindred who will be less, shall we say, accepting of it than I am. Sagen Sie mir Ihren Namen, Hexenkönig. Strauss. Maximilian Strauss. I am the regent of this chantry. Welcome. Künden Sie mir von dieser dunklen Stadt der Engel. Let me give you some advice, young one. Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. Erinnerung ist ein seltenes Geschenk für die Schizophrenen. As for what is going on here in downtown, the word on everyone's lips, kindred or kind, seems to be epidemic. Ah, ein welkendes Pferd galoppiert unter uns. It seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population. Considering our particular appetites, the local kindred are more than concerned about these developments. Dreckiges Blut ist unsere Verdammnis. Yes, indeed. My opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain passions often leads to such things. Ergo, their need for the watchful eye of the Camarilla. Vielleicht könnte ich das Problem dieser Pestilenz näher in Augenschein nehmen. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic and putting an end to it, I will compensate you appropriately for your efforts. Und was ist meine Belohnung, Hexenkönig? I will ponder the nature of your payment while you are gone. Believe me, I will treat you fairly, Neonate, and your service to the Camarilla won't be forgotten. Ich werde diese Tat vollbringen. Very well. Again, I recommend speaking with the Anarchs. You can find most of them at the local watering hole, reveling in the vices of their former lives. I believe the place is called the Last Round. Schieben Sie die Wolken vor der Camarilla beiseite. The Camarilla? It is merely a kindred sect that exists to protect its members from the outside world. There are specific codes of behavior that we abide by in order to ensure the continuance of our species. It is nothing more and nothing less. Noch etwas. Of course. Darf ich in Ihren grauen Zellen wühlen? What is it you would like to know? Gildenhaus birgt Mysterien für mich. A chantry is a local gathering place for those of the Tremere clan. I live here, as do apprentices from time to time. What is it you would like to know? Ich habe weitere Fragen über die Camarilla. Surely. What else would you like to know? Gehören alle Blutsauger zu dieser Brut? No. There are many independent clans who are not aligned with the Camarilla. And the Sabbat is another sect of various vampire clans whose beliefs are very different than our own.
unsavory sorts, to say the least. I understand you have already run afoul of them. Rodriguez, der Mitternachtskrieger, wirft einen langen Schatten. Ah, yes, the infamous Mr. Rodriguez. I understand you owe him your life twice now. Had he not intervened, the prince would have surely had that hound of his separate your head from your shoulders. Wahre Worte. Denn der Prinz hat's ja so hingestellt, so von mir. Ach, ja, ich war meine Idee, dich leben zu lassen. Nee, nee, der hätte uns auch gekillt. Seine blasse Hand war sehr erwünscht. In any case, it's a shame that Rodriguez cannot see the wisdom of the Camarilla. He would make a powerful ally. As it is, he is a significant thorn in the Croix's side, which serves my purposes just the same. Haben Hexenkönig und Narrenprinz nicht dieselben Ziele? Le Croix is a prince, neonate, and a ventrue on top of that. Even if he weren't as young and indiscriminate as he's already proven himself to be, I say too much. Let us just say that he and I have differing ideas on the use of power. Schenken Sie Ihr Vertrauen dieser zersplitterten Psyche, Hexenkönig. I have overstepped my bounds. I will say no more. Ach verdammt, ich glaube, wenn unser Überredenwert hoch genug wäre, hätten wir jetzt eine Wahl gehabt. Denn man kann ihm, glaube ich, nur als Malkavianer seine wahre Meinung herauslocken, was Lacroix angeht und so weiter. Aber er hat ja jetzt schon gesagt, dass er andere Vorstellungen hat, aber sonst hätten wir ihm noch mehr herauslocken können. Surely. What? Warum schneiden die Anarchen diese verrückte Familie? The Anarchs feel that they don't need the structure and discipline of the Camarilla. I feel that they pose a threat, both to those loyal to the Camarilla and to themselves. Most are mere children and need our guidance. Mein Schicksal gehört mir. Ich wandle auf meinen eigenen Schattenpfaden, Hexenkönig. I'm sorry you think so. Perhaps we have nothing further to speak of. Warten Sie! Vielleicht war meine Zunge ein bisschen zu schnell. A wise choice, Neonate. It is always better to listen and learn than to act with brazen recklessness. Perhaps you might be a useful ally after all. Ich will es mir mit ihm ehrlich gesagt nicht jetzt schon verkacken. Ich weiß nicht, ob man ihn so verstimmen kann, dass er gar nicht mehr groß mit einem redet in Zukunft. Und ich bedanke mich sehr bei dem Spiel, dass ich da nochmal zurückrudern konnte gerade. Auch wenn ich das, was ich davor gesagt habe, absolut so gemeint habe. Schon mal eine kleine Andeutung, auf welches Ending ich bei diesem Spiel hinaus will. Die Kenner werden wissen, worauf ich angespielt habe. Warum sind die Antworten alle so, halt die Fresse, Camarilla ist scheiße. Darf ich in ihren grauen Zellen wühlen? What is it you would like to know? Ich möchte vor allem dich verlassen, ohne dir eine pumpige Antwort zu geben. Im Moment wird kein Wissen benötigt. Auf Wiedersehen. Ja, das war Maximilian Strauss. Strauss. Der es hier ganz chillig und gemütlich hat. Der so ein bisschen was von von Morpheus aus der Matrix hat. Nur seinen roten Mantel hat und keinen schwarzen. Und wir haben noch einen Quest bekommen, eine Plage für die Engel. Der Regent hat sie gebeten, die Ursache für die Epidemie in L.A. zu finden und sie zu stoppen. Sein Vorschlag war, mit den Anarchen im Last Throne zu sprechen. Ja, es ist hier so eine Blutkrankheit ausgebrochen. Und normalerweise haben Vampire nämlich keine Angst vor Krankheiten, die die Sterblichen zum Beispiel kriegen können, weil Vampire dagegen immun sind. Aber es gibt auch Krankheiten, die auch untote Wesen ereilen können. Speziell solche Blutkrankheiten, die Vampire dahin vegetieren lassen können, bis sie irgendwann verrecken. Und das Schlimme ist, dass die Krankheiten halt sich so verbreiten können, auch unter den Sterblichen. Dadurch, dass Vampire Blut trinken und ja, ist so ein bisschen so die Geschlechtskrankheiten-Geschichte, ne? Nur halt mit Blut und mit Aussaugen anstatt mit anderem Verkehr. Und hier werde ich diese Folge mal beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade Bloodlines.
Wir werden uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen weiter in Downtown umgucken. Vielleicht nur die ein oder anderen Quest annehmen, noch ein paar Leute kennenlernen und den ein oder anderen Quest direkt mal lösen. Und ich freue mich drauf. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe die Vielfalt. Ich liebe die Sprecher. Ich liebe die ganze Lore, die dahinter steckt. Das ist einfach nur awesome. Das macht so einen Spaß, als Malkavianerin zu spielen. Ich freue mich aufs nächste Mal, Leute. Bis dann. Haut rein.